unten weiterzumachen. Ich wollte euch ein kleines Sneak Preview geben. Ich wollte euch ein bisschen zeigen, was uns noch alles so erwartet. Deshalb gehen wir jetzt auch mal direkt nach oben. Und dann kann ich nämlich auch wieder noch einen Trick zeigen. Und dann habe ich, glaube ich, auch bald keine Tricks mehr zum Zeigen. Und wir müssen wirklich den Rest der Level einfach abklappern. Stecken wir so einen Schlüssel rein. Warum auch immer ein Schloss mitten zwischen zwei Türen ist. Was man hier noch machen kann. Als erstes gegen die Wand rennen. Mario, was ist los? Warum rennst du gegen die Wand? Hier kann man einen Doppelsprung ausführen und sich hier reingreifen. Durch die Grafik gehen, dann hat man schon mal ein Stück Treppe übersprungen. Wirklich viel ist das nicht. Und wenn man es nicht aus dem Affekt heraus kann, hier haben wir ein Bild, da kann man rein. Hier haben wir ein Bild von dem, was wir an der Decke sehen, wenn wir nach oben gucken und in den Wolkenpalast gehen, in den roten Schalterpalast. Hier haben wir noch ein altes Bild, also hier haben wir eine kleine Galerie mit Bildern. Und ich glaube, wenn wir schon mal hier oben sind, der Toad, das ist der, hallo. Wir reden einfach nochmal mit Toad. Ja, ich habe ganz viele Sterne gesammelt. Und ja, ich kriege einen Stern, wenn ich 100 Münzen kriege. Du bist es nicht, mit dir will ich nichts zu tun haben, geh weg. Hier unter der Treppe ist der nächste Toad. Bla 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 bla, ist eigentlich egal, was der redet. Das Wichtige ist nämlich eigentlich, dass er uns wieder einen Stern umsonst gibt. Und wenn wir schon mal hier oben sind, sammeln wir den natürlich ein. Wunderbar, speichern bitte. Und wir gehen einfach mal die Treppe hier rauf. Wir haben jetzt genug gesammelt, wir können diese Treppe hochgehen. Dann machen wir das auch mal. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Und hier haben wir eine Uhr, die aussieht wie ein Baum. Das sieht sehr schön aus. Und Sterne an der Wand. Das ist ein sehr schöner Raum. Vielleicht ist das sogar Peach's Schlafgemach. Hier haben wir noch einen Toad. Gibt es ja auch nochmal einen Stern. Ich glaube, das war es mit Toads Stern. Oder? Nein, ganz überraschend doch noch ein Stern, okay. Haben wir uns mal eben in dieser Aufnahmesession 3 Sterne für Lau verdient. Jetzt sind wir schon bei 55. Und wir gehen hier noch höher. Hier haben wir wieder Peachs Bild, aber das verändert sich diesmal nicht nach Bowser. Hier ist diese Tür. Zum Öffnen der Tür zum endlosen Vergnügen benötigst du 70 Sterne. Okay. Was? Oh, sie öffnet sich doch. Ja, hier haben wir eine Treppe. Und man sieht das Ende nicht. Da haben wir Bowser, da haben wir Peach. Die gucken sich an. Und wir gehen mal hoch. Und wir haben komische Musik, die immer höher wird. Und die Treppe geht auch immer höher. Ich sehe gar kein Ende. Ich beeile mich mal. Also ich muss jetzt wahrscheinlich schon 10 Kilometer gelaufen sein. Ich weiß nicht, also mir wird es zu viel. Ich glaube, ich gehe mal wieder runter. Die ganzen 10 Kilometer zurück und och, wir sind schon wieder unten. Yeah, diese Treppe befindet sich in einer Endlosschleife. Und diese Tür hier unten öffnet sich halt, obwohl man noch keine 70 Sterne hat, damit Bowser uns schön reinlegen kann. Was man jetzt aber machen kann, man kann diesen Weitsprung machen und wenn man jetzt nach hinten drückt und dann so schnell A drückt, wie es nur geht, dann kann es passieren, Na, komm schon, Mario, du schaffst es. Man braucht ein paar Anläufe. Ja, da ging schon los. Ja, 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 ja. Und, ach, ich bin oben. Ganz sanft.
Also eigentlich ist der Effekt viel stärker und man landet nicht einfach so leicht oben, wie ich es jetzt gerade. Eigentlich schießt man richtig hier durch nach oben. Das war ein in Fachkreisen genannter BLJ, ein Backward Long Jump. Also ein Weitsprung rückwärts ausgeführt und damit kann man das Spiel ziemlich kaputt machen. Man kann hier durch ganz viele Sachen durchflitschen. Wie zum Beispiel auch hier. Hier befindet sich das allerletzte Level. Und diese Musik spielt einfach weiter, die geht einem auf die Nerven, deshalb, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man jetzt ganz normal runter geht, aber ja, man geht einfach ganz normal runter. Ja, gut. Wollen wir nicht wissen. Ja, wir sind hier, wo wir gar nicht hinwollen. Und ich nehme jetzt auch schon wieder über eine Stunde auf, minus das, was ich rausgeschnitten habe. Und ich würde sagen, mir reicht es fürs Erste heute. Wir haben wieder über 10 Sterne gesammelt, auch wenn ein paar davon nicht wirklich verdient waren, sondern einfach nur hinterhergeschmissen. Aber ich denke, wir haben einiges geleistet heute. Das reicht fürs Erste. 55 haben wir, 120 gibt es, fast die Hälfte. Ist doch schon mal ein ganz guter Schnitt für die vierte Aufnahmesession. Also denke ich, dass ich nicht mehr als 10 Sessions brauchen werde, wenn ich immer mal so eine Stunde aufnehme. Und das, finde ich, ist wirklich ein guter Schnitt. Das kann sich sehen lassen. Ich bin zufrieden. Ich habe jetzt ziemlich viel erklärt in den letzten Parts. Und ja, ich denke, mir fällt jetzt nicht mehr viel ein, was man erklären kann, außer halt immer levelspezifisch. Aber ja. Lassen wir es gut sein fürs Erste. Bis zur nächsten Session. Schönen Tag noch.